Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein schnelles Mittagsgericht. Murat und ich, wir waren vor kurzem im Vapiano essen und ich habe den Murat zum Essen eingeladen. Und der Murat hat sich dort ein Menü ausgesucht, das hieß Filetto di Manzo di Erucola. Also jedenfalls Rinderfilet mit Tagliatelle-Nudeln. Es sind gerade 4 Italiener gestorben. Wahrscheinlich. Mit Rinderfilet und Champignons und Rucola. Und das machen wir jetzt heute nach. Das geht wirklich super schnell. Ich habe es eben auch schon einmal gekocht. Und ich zeige euch jetzt deswegen einmal schnell die Zutaten und dann starten wir auch gleich. Ich brauche etwas Olivenöl, 2 Rinderfilets, das sind jetzt insgesamt 400 Gramm, eine Zwiebel, hier habe ich eine Knoblauchzehe und eine Chili, 500 Gramm Nudeln, ich habe jetzt hier Tagliatelle, 200 Gramm Champignons, braune, hier habe ich Gemüsebrühe selbst gemacht, 200 Gramm Rucola und später brauche ich noch Salz, Pfeffer und Parmesan. Wichtig ist jetzt hier, dass ihr im Prinzip alles bereit habt, denn es geht wirklich super schnell. Ich habe jetzt Rinderfilet, das heißt, ich brate das nur kurz an und dann ist es schon Medium, wir mögen es gerne Medium. Und das Rezept reicht für 4 Personen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal Nudelwasser, das kocht jetzt gerade auf. Und jetzt kann ich meine Eisenpfanne erhitzen und gebe da ein bisschen Butterschmalz rein zum Anbraten des Rinderfilets. Das machen wir jetzt zuerst. So, Butterschmalz, weil man es extra hoch erhitzen kann. Man kann auch Rapsöl nehmen. Zum Beispiel, kann man auch nehmen. Oder Kokosfett. Und man kann auch Rapsöl und Olivenöl zusammen nehmen. Ja, kann man auch machen. Das kaufst du mir immer, gell? Ja. Jetzt ist das Butterschmalz heiß und ich kann jetzt das Filet drin anbraten. Und zwar von jeder Seite richtig scharf. Und sobald es von jeder Seite richtig scharf angebraten ist, reicht es auch schon. Dann ist es nämlich schön medium. Das heißt, ich kann jetzt hier vor sich hingaren und ich mache schon mal weiter. Nudelwasser kocht gleich. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal Chili, Knoblauch und Zwiebel fein würfeln. Jetzt die Chili. Ich nehme jetzt natürlich die ganze, wir mögen es gerne scharf. Aber wenn ihr das nicht gerne scharf mögt, könnt ihr natürlich auch nur die Hälfte nehmen. Und da passt ihr bitte auf, wenn ihr sie ohne Handschuhe schneidet, dass ihr einfach nicht ins Gesicht fasst danach. Denn das brennt wirklich. Fleisch habe ich jetzt von allen Seiten scharf angebraten und es jetzt herausgenommen. Und wichtig ist, dass ihr die Pfanne dann gleich reinigt, das heißt unter heißem Wasser mit einer Bürste zum Beispiel, aber ohne Spüli und danach gleich trocken reiben. Jetzt salze ich das Nudelwasser und gebe dann die Nudeln rein. Die brauchen jetzt etwa 7, 8, 9 Minuten. Und zu meinem Schutz nehme ich die Kochblume. Und hier erhitze ich jetzt etwas Olivenöl in einer großen Pfanne oder ihr nehmt jetzt auch so eine Sautoir zum Beispiel. Und darin brate ich jetzt Zwiebel, Knoblauchzehe und Chili an. Und zwar bei mittelhoher Hitze. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal die Champignons fein schneiden. Kommen da die Champignons mit dazu und werden etwa 2 Minuten mit angebraten. Und an dieser Stelle könnt ihr jetzt auch bereits die Gemüsebrühe zufügen. Und da habe ich jetzt meine selbstgemachte Gemüsebrühe, also die Instant-Gemüsebrühe. Die kommt auch mit rein. Und da gerne 2 bis 3 Esslöffel, je nach Geschmack. Also ihr müsst später einfach abschmecken. An dieser Stelle gebt ihr jetzt ein bisschen Nudelwasser mit zu den Champignons oder löscht das Ganze mit Weißwein ab. Weißwein gibt natürlich ein bisschen kräftigeren Geschmack. Und ich lasse es jetzt ganz kurz einkochen und kann schon mal die Nudeln abschütten. Abgießen.
habe jetzt hier noch ein bisschen Wasser mit dazugegeben. Jetzt kommt der Rucola mit rein. Dann nehme ich auch ein bisschen weich werden. So. Und das riecht schon richtig lecker. Jetzt schalte ich die Hitze ein bisschen runter. Und dann, ups, und dann kommen jetzt die Nudeln mit rein. So, dafür nehmt ihr am besten jetzt Salatbesteck oder einfach zwei Kochlöffel und könnt das jetzt schön miteinander vermengen. Was jetzt hier noch fehlt, ist ein bisschen Parmesan. Und dann kann der Murat jetzt gleich zum Probieren kommen. So, lieber Murat, ich glaube, du wirst von vielen jetzt beneidet. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ja. Das Steak sieht aus wie gemalt. Ja. Oh mein Gott. Ich muss jetzt noch ein bisschen, Salz und Pfeffer. Ich nehme jetzt Chili-Salz. Hoppala, was ist denn jetzt passiert? War ich das jetzt, oder? Ich glaube, es war der Murat. Keine Sorge, die Kids sind nicht da. Denen geht's gut. Es war nur eine Frage in der Abstellkammer. Hoppala. Also, wenn die Zutaten schon genial sind, dann kann das Rezept nur genial sein. Genau. Jetzt schneiden wir es mal auf. Also, wir mögen es gerne medium. Boah, genial. Guck mal, wie es aussieht. Vielleicht holst du mir irgendwann noch richtige Messer, ne? Okay, tut mir echt leid. Ich glaube, mit dem Messer, da habe ich es echt noch nicht so. Wir holen uns wirklich noch welche. Aber guck mal, wie das aussieht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Mhm. Also ich liebe das absolut. Ihr könnt auch ein anderes Fleisch nehmen. Ihr müsst kein Filet nehmen. Das Filet genau, beim fand Filet ich jetzt, fand ich extrem teuer. Teuer. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe ja da auch mal ein Video gemacht. Im Winter war das. Da habe ich auch mal so eine Rinderhüfte zerlegt. Die ist ein bisschen günstiger. Und die ist auch sehr zart. Beim Rinderfilet kann man halt wenig falsch machen, muss man echt dazu sagen, weil es einfach immer fein schmeckt. Außer man gart es natürlich zu lange. Dann schmeckt es trocken. So, jetzt lieber Murat. Ein Probierrolle. So. Okay, cool. So. Also jetzt hast du wirklich tolle Nudeln. Tolle frische Zutaten. Ich finde es dann noch schön, wenn man dann noch ein bisschen Rucola. Frischen Rucola drauf gibt. Genau. Und jetzt kommt der wahnsinnige Käse, den haben wir direkt aus Italien bekommen. Das zeig dir mal ganz kurz in die Kamera. Das ist ein Käse. Das ist schon das ist das Goldstück unseres Kühlschranks, muss man dazu sagen. So. Und jetzt bekommst du und hier. Und Parmesan, wenn es geht, bitte nie schon nie fertig die Rieben kaufen. Ja. Immer erst selber reiben, also am Stück. Genau. Probieren? Ja, bitte. Warte, kurz die Hände sauber machen. Mir voll das Wasser im Mund zusammen. Ja, uns auch. Ich habe auch Hunger. Bitteschön. Okay. Jetzt probier mal. Ich finde ganz genial am Rezept die selbstgemachte Brühe, Murat, die Gemüsebrühe. Ja. Also normalerweise esse ich das natürlich, schneide ich das erstmal alles. Ja, wieso machst du das jetzt nicht? Ja, schneide ich es halt jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein feines Essen. Guck mal, da könnte ich jetzt auch ein Steakmesser nehmen normalerweise. Mhm. Er ignoriert einfach meine selbstgemachte Gemüsebrühe. Gemüsebrühe. Gemüsebrühe ich auch noch, ja. Ja, die ist voll lecker. Wir haben heute Mittag übrigens einfach so 2 Teelöffel Gemüsebrühe mit heißem Wasser übergossen und getrunken. Das war so lecker. Und? Ich weiß nicht, ob es noch was Besseres gibt. Mhm. Hast du Nudeln probiert? Genial. Finde ich auch. Wirklich genial. Ja. Ist das jetzt besser oder im Vapiano besser? Ob sich grunzt schon ein bisschen. Das hat so, mach nichts, so lecker. Ich hab nur ich gehört. Ja. Das ist genial, Sally, wirklich. Sehr gut, das freut mich. Du siehst auch besser aus als der Koch. ja, das hoffe ich. Ich bin eine Frau. So, und das da auch noch? Nein, das ist die Gemüsebrühe, das sollst du nicht essen. Ich wollte dir nur zeigen, dass ich es damit gemacht habe. Schmeckt einfach genial. Sehr schön. Bitte mach die Gemüsebrühe nach, mach das mit dem. Das ist ein geniales Essen. Das ist so ein tolles. Das freut mich. Einfaches Essen. Okay, jetzt hör auf zu reden, denn ich habe jetzt auch Hunger. Und ich komme jetzt zum Schluss. Nicht viel Spaß. Wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, dann geht auf sallys-blog.de, da steht es nochmal ganz genau. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit und ich hole mir jetzt auch eine Portion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Es gibt noch eine Möglichkeit, es zu toppen. Hm? Die Nudeln selber machen, ansonsten perfekt. Hm.